So, das hier ist auch noch ein sehr unfertiger Raum. Da ist wirklich mega nackt noch, ne? Ah, muss man noch gucken, was wir da machen. Also hier ist das wirklich noch sehr unfertig. Sofern, ich hätte hier vielleicht auch gerne in die Galerie reingesetzt, aber da habe ich jetzt extra Raum für einen extra Raum für Sophie draus gemacht. Huch. Was? 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 Oh, okay, unsere Kuhpflanze frisst wieder Menschen. Hä, was ist das jetzt hier? Das ist jetzt das Dach, was ich noch nicht gesetzt habe. Oh Gott, der Arme. Gut, ignorieren wir das. Vielleicht werde ich die Kuhpflanze irgendwann mal wegtun. Ja, hier noch könnte ich auch was Schönes hinhängen oder so. Da muss noch einiges gemacht werden. Hier schon eine Doppeltür. Ja, Lampen, überall Lampen. Wow. Sophie hat einen übelst geilen Ausblick. Wisst ihr, du wachst auf? Wisst ihr, ihr liegt so. Ihr wacht so morgens auf, guckt so rüber und denkt so: Wow. Es ist einfach geil, ne? Schau mal, ich gehe so runter, so. Ja, so ist ihr Kopf. Sie guckt so und sieht das. Und man steht und richtet sich kurz im Bett auf und dann so: Bam. Ist das nicht geil? Ist doch Wahnsinn, oder? Es ist einfach total gut. Ich ignoriere gerade, was meine Sims machen. Okay. Das Bad ist natürlich jetzt ziemlich klein. Oh, hi, Mathilda. Ja, ist halt das Bad hier oben, ne? Ist jetzt nichts Besonderes. Oh, Sophie ist da. Sophie geht erstmal zu Mathilda ins Zimmer. Warum auch nicht? Das Zimmer von der lieben. Ja, hier von der lieben Granny, hier würde ich noch ein paar Pflanzen hinstellen für Granny. Das mache ich dann auf jeden Fall auch noch. Mache ich am besten jetzt gleich, dann wenn ich das Dach gemacht habe. Und hier ist irgendwie auch cool, hä? Ich mag auch so das Zimmer von ihr. Ist irgendwie auch so ein Spaßzimmer, ne? Irgendwie sind jetzt, bis auf Mathilda, ne, jetzt es sind alle in Mathildas Zimmer. Ist immer noch sehr modern. Ja, muss man mal gucken. Ist sehr persönlich jedenfalls alles. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal hier rein. So, gehen wir mal noch eins hoch. Ja. Mal, wieso bist du denn? Du sollst eigentlich, wartet mal. Nee, das soll so auch nicht sein. Zurück. Wieso ist das jetzt hier überdacht? Soll nicht überdacht sein, aber ist jetzt mir eigentlich gerade auch ziemlich egal, dann ist es halt überdacht. Da heule ich jetzt auch nicht rum. Da kümmere ich mich vielleicht auch später nochmal drum. Ich bin gerade so fix und fertig. Boah, ich kann vor allen Dingen, oh nein, Dächer bauen, würde mich verarschen. Ich kann doch gar keine Dächer bauen. Boah, ich hab gar keine Ahnung. Vor allen Dingen, was dieser. Huch! Was macht ihr denn hier alle? Die kommen alle von da, ne? Muss ich vielleicht auch das Haus drehen am Ende, ne? Ist das vielleicht auch eine Option? Weil wenn die alle hier so. Dann wäre es vielleicht besser, wenn ich hier den Eingang mache. Na, auf jeden Fall setze ich erstmal das Dach. Irgendwie mit meinem begrenzten Dachsetzwissen. So. Geh mal runter, Dach. So irgendwie, ich habe keine Ahnung, kann ich noch weiter nach vorne? Oder tötet mich dann irgendjemand? Ja, dann tötet mich irgendjemand. Ein kleiner Engel tötet mich. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade rede. Ja, okay. Was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, ne? Ich habe keine Ahnung. So. Vielleicht so. Dann runter. Geh mal runter. So. Ich würde gerne auch das Ding irgendwie so machen. Aber dann ist das hier so. Das sieht scheiße aus. Ich sag's ganz offen und ehrlich. Es sieht scheiße aus. Kann ich irgendwie so. Ne, warte mal, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Ich kann ja so ein Dach machen, oder? Fast. Zurück. Da. Ich würde dich gerne drehen. Geht das? Nein. Ach, du bist. Ach so, du bist so. Dann so. So. Ich würde dich gerne, aber. Oh mein Gott. Hör auf.
So, genau. Und jetzt. So. Oh Gott, nein. So, vielleicht. Oh, scheiße, ey. Elisabeth, ich hier Ahnung vom Dachbau hätte. Ich bin froh, wenn ich mein Klo finde. Ich habe keine Ahnung von Dasher. Was wollt ihr von mir? Lass mich in Ruhe. Eigentlich will ich generell das hier eigentlich auch gar nicht haben. Das soll eigentlich auch hier so sein. So. Warum ist das hier oben? Das finde ich mega scheiße. Weil ich das vermutlich irgendwie als Dingens, als Raum gemacht habe, ne? Warum ist das hier eigentlich? Warte mal, wie sieht denn das dann bei Sophie aus? Sophie ist auch alles okay und normal. Okay. Warum ist denn das hier dann so? Das verstehe ich nicht. Ich bin echt überfragt. Ach, das war schon die ganze Zeit so. Warte mal, kann ich dann bei ihr? Ja, mach ich einfach so. Meine Güte. Da ändere ich einfach die Fernsehecke ein bisschen bei Sophie ab. Boah, Leute, das wird hier total... Wow. Wow wird's einfach nur. So. Warum nicht? Ach ja, das Ding hier. Das muss weg. So. Ja, warum nicht? Wieder zurück hierher. Weg. Ja, die Tür, die nicht gleich mit weg muss. Tür, du darfst. Ich stelle dich mal hier hin. So, das kommt jetzt erstmal weg. Und Tür. Komm mal bitte her, danke. Nee. Ich möchte. Ich will aber keinen Raum. Ich will einfach nur, dass das. Ich verstehe es nicht. Ich will, dass das hier extra. Ich will das nicht als Raum. Versteht ihr? Genau. Das soll nämlich. Hier so. Und du? So vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Warum klappt das nicht so, wie ich das möchte? Ich weine gleich. Weißt du was? Stirb. Ja, stirb. Genau. Ich lasse hier kleine Räume sterben. Weil ich die kleinen Räume nicht mag. Weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Machen wir nochmal hier. Oh Gott. Wisst ihr, was praktisch wäre an dieser Stelle? Wenn ich Ahnung hätte. Wenn ich Ahnung von dem hätte, was ich denn tue. Aber ich habe da gar keine Ahnung von dem, was ich denn tue. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo irgendjemand was getan. Warum muss ich dann hier dieses scheiß Ding machen? Weißt du was, verstecke ich das jetzt hier so rein? Und dann sieht das aus, als ob das hier so sein muss. Scheiße, das klappt nicht, weil dann hier irgendwie das Ding scheiße ist. Mann. Ich das vielleicht hier so rüber mache. So. Ich habe da gar keine Ahnung. Warum bist du so gemein zu mir, Welt? Welt, hör auf damit. Ich weine gleich. So, wisst ihr noch damals, als, weißt du was, das nehme ich so, mir egal. Erinnert ihr euch noch an damals, als Sims die Dinger, die Facing-Dinger nochmal, die Dasher selbst draufgesetzt hat, von alleine und man nicht vorher irgendwie anfangen musste zu weinen? Kennt ihr das noch, dieses Gefühl des Nicht-Weinen-Müssens? Wow. 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 Hässlich. Hässlich gefällt mir. Ich stehe auf hässlich. Das ist voll mein Ding. Nein, ist es nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was will das Ding von mir? Sieht hässlich, alles hässlich aus. Ich mach das jetzt so. Ich hab da gar keine Ahnung von meinem. Oh Mann, ich weine gleich. Ich weine schon. Ich bin schon am Weinen. Hart am Weinen. Scheiße. Warum habe ich noch so eine bescheuerte Hausform genommen? Boah, ich habe keine Ahnung von Dashern. Ich baue das jetzt hier so. Komm, hier, look at me. Look at this motherfucking sexy Dach. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hier noch. Komm. Und ja, ich weiß, hier ist noch was. Ich mach das noch gleich. Moment, Leute. Erstmal weine ich noch eine Runde. So. Und nun. Ey, das wäre mega geil, wenn das jetzt hier. Hallo, wir gehen das hier hoch. Ach, da. Das sieht aus wie ein Tumor.
Ich bin ein Tumor. Nein, du bist ja ein Dach. Ja, sehr gestochen, ein Tumor. Oh Gott. Oh Gott. Leute, ihr müsst ganz stark sein. Ich fühle mit euch. Oh Gott, das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Der hätte am besten einfach gar kein Dach genommen, oder? Boah, das ist mal das übelste Krüppeldach überhaupt. Alter, das tut schon vom Hinsehen weh. Das ist das körperliche Schmerzenzufügdach. Das häusliche Gewaltdach. Ich meine, das ist auch, das sich angucken zu müssen, ist schon so ein bisschen gewalttätig. So, nein, ich möchte das obere bitte. Nein, hör auf, hör auf mich zu hassen. Das hier. Genau. So, Ende. Oh Gott. Oh, scheiße. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue, okay? Kann ich einfach mal das gesamte... Nein. Kann ich... Ich möchte einfach das gesamte... Kann man das gesamte Ding hier nehmen? So irgendwie gibt es ja irgendwie so ein Auswahlwerkzeug, womit man hier so das gesamte Ding auswählen kann irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ach so, ja, stimmt, die Welt hasst mich ja. Oh, ja, ich wieder. Jetzt! Ich will das gesamte Haus. Kann ich das gesamte Haus verschieben? Dass ich sage so, jo, was geht? Ich will das gesamte Haus verschieben. Ja, ich denke mal, ihr habt verstanden, was ich meine. Weil, die kommen jetzt alle von da. Und wenn du dann immer so... Das ist irgendwie doof. Ich dachte halt, ursprünglich einmal, ich speichere mal zwischendurch trotzdem, weil die beiden, weil Mathilda und Cranny hier waren, dass man irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich dachte. Ich habe mich schon gewundert, warum die hier standen, weil eigentlich geht's hier zum Rest und jetzt, mein Gott, ganzen neuen Nachbarn. Ja, den kennen wir doch. Und du wurdest gefressen von der Pflanze, es tut mir leid für dich. Siecho, Romeo oder so, mein Gott, sind also voll die, ich wollte schon sagen, Furzschnüffler. Vielleicht sind es auch Furzschnüffler. Ach ja, hier, das habe ich schon da völlig verdrängt. Ich bleibe hier kein extra Raum. Wie habe ich denn das damals gemacht? Wie habe ich das bei My Little Pony gemacht? Hatte ich doch auch. Muss ich doch auch irgendwie. Ich habe vor allen Dingen auch letztens gesehen, es gibt doch hier extra. Es gab doch extra hier. Nein, wo war's? Wo war's? Wo war's? Hier war gerade das eine Tool, was ich meinte. Hier. Bist du in der Terrasse? Du bist doch in der Terrasse, oder? Keller-Tool, Terrasse. Genau. Terrasse. Du bist doch eine Terrasse. Kann ich das hier ran? Bitte, lieber Gott, mach das. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Okay, kann ich eigentlich auch hier dann so? Ah, okay. Machen wir aber nicht so. Perfekt. Ich dachte, wir müssen anfangen mit Schreien, weil ich das sehe, ne? Okay, gut, das haben wir erstmal. Jetzt kommt natürlich der nächste Endgegner. Wie kriege ich jetzt das Ding dahin? Das muss doch irgendwie gehen, oder? Design-Tool... Rückgängig-Tool, Fenster, Kunststückinformationen, in der Bibliothek speichern, Kunststück und Haus verschieben. Ich möchte das. Kann ich das nicht irgendwie aufziehen und alles von A nach B schieben? Nein? Ich will das nicht alles verschieben. Leute, wisst ihr, ob man das irgendwie verschieben kann? Wartet mal. Könnte ich? Ich habe gerade eine Idee. Ist das gerade dumm gewesen? Ups. Oh, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Komm. Ich hab das. Kann ich jetzt das nehmen? Ich hab gerade einen Lauf. Nein, ich möchte das. Kann ich das nicht nehmen und woanders hinsetzen? Ja. Hä? Was?
Ich habe die gesamte untere Etage jetzt vorsetzt. Warte mal, kann ich das wieder löschen? Dann lösche ich alles. Scheiße, ich war jetzt voll sneaky. Haus! Bitte sei da! Los! 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 Na gut, dann lasse ich das Haus halt eben dort. Mir doch egal. Ist eh viel geiler hier als da, aber denn hier, mit dem wir eh nichts zu tun haben, geht weg. So, okay. Habe ich eigentlich. Kann ich hier. Warte mal, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Okay, dann lasse ich das erstmal so. Dann will ich jetzt auch noch bei Cranny ein paar Blumen noch kurz hinstellen. Ich bin Schweine gleich, ja. Ich nehme hier schon fast. Oh, ich nehme schon über 4 Stunden auf. Ich bin fix und fertig. Meine Stimme tut schon weh. Ich will eigentlich. Man kann schon sagen. Schnell fertig werden. Nope. Also das hier will ich noch alles einigermaßen hübsch machen. Hier kommt hier sowas. Genau. So ein Shit möchte ich hier reinstellen. So ein Shit. Nein, das ist kein Shit. Und hier unten war noch so ein Ding, ne? Oh, ne, lass mal da mal noch stehen. So. Ich will das trotzdem ordentlich machen hier. Oh Gott, nein. So kleinere Sachen halt, so, ne? Wenn man sich hier so. Ah, nee, ein bisschen niedriger. Ja, hier sowas. So ein paar schöne Blumen halt. Ja. Wo sich so eine Oma drüber freut. Ja, genau, auch genau. Ach, das ist niedlich. Kannst du das sich so ein bisschen so dran. Ja, erfreuen halt. So, ich stelle jetzt auch noch rein. Noch was ein bisschen größeres wäre auch ganz nett hier so. Oh mein Gott, dann ist es ein bisschen zu groß. So. Und da noch in die Ecke noch ein bisschen was. Ja, du bist ein bisschen zu klein. Schon fast wieder zu. Nee, das geht. Das ist vollkommen okay. Das ist schon wieder fast wieder zu viel, ne? Das stört mich so ein bisschen. Hier sowas? Geht das? Ja, irgendwie so. Ne? Dann nehmen wir das hier mal weg. Das sieht eh viel zu modern aus. Moderner Schrott. So. Und du hier auch noch so. Ja, das ist eine schöne Blumenecke für die liebe Granny. Da freut die sich. So. Ich denke, das ist ganz okay so. Bis auf, dass das Haus noch am liebsten noch verrutscht werden sollte. Ihr geht jetzt alle wieder, ne? Ich habe euch vor uns voll ignoriert. I'm so sorry. Ah, ich finde es auch cool, dass das hier so Kopf an Kopf ist. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts großartig vergessen. Hier muss noch einiges gemacht werden. Hier können wir vielleicht auch irgendwie eine Sitzecke oder ein Spielautomat oder was weiß ich hintun. Granny, du kannst dich halt gleich mal hier füttern, streicheln, spielen mit. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier noch was machen. Ich meine, look at this. Da ist noch sehr viel Platz, wo wir was hinbauen können. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was. Und hier geht's, glaube ich, zum Party-Ding, ne? Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Gut. Ist auf jeden Fall nice hier, ne? Ich meine, guckt euch den Shit hier mal an. Eine schöne Hecke und noch ein Pool. So, weiterentwickeln. Oh Gott, wir können ja alles Mögliche weiterentwickeln. Hungra? Hast du Hungra? So, liebe Sophie. Steht immer noch das Ding auf dem Boden. Ah, ich hatte das, glaube ich, stand auf so einem kleinen Tisch und habe ich, glaube ich, jetzt bei, Ding ins Kirschen reingetan. Oh, hier so. Ah, da passt ja auch gut rein. Komm, ich stelle das hier drauf. So, dann habe ich jetzt bei Cranny reingestellt. So, du musst doch bestimmt hier wieder Arbeit für dein Arbeitszeug machen, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Ja. Die Musik. Mach hier mal. Ne, du hast doch irgendwie hier einen Traum, einen Wunsch. Gruppenversammlung einberufen, könntest du eigentlich auch mal machen. Ein Lagerfeuer anzünden, das kriegt mal alles hin. Dann machen wir noch ein mathematisches Gemälde. Warum auch nicht? Warum bist du wütend? Ach so, weil du verrückt bist. Dann geh mal lieber ganz weit weg von ihr. Nee, mach mal lieber nichts mit ihr. Mit wütenden Personen etwas zu tun, ist, glaube ich, selten gut. Sophie, mach jetzt ihr Ding. Und du kannst ja mal ein bisschen programmieren. Spiel
Plugin programmieren. Mach das mal. Gut. Cranny, du musst aber hier noch ein bisschen weiterentwickeln. Weiterentwickeln, sozusagen. Mein Gott, hier sind so viele Sachen, die wir weiterentwickeln können. So. So. Dann machen wir alles ernten und so. Sehr gut. Alles klar. Der Gartenzwerg können wir auch nochmal woanders hinsetzen. Der ist jetzt hier vielleicht ein bisschen doof. So, stellen wir den mal hier so hin. Alles klar. Ist ein bisschen furchtbar vielleicht. Es ist noch... Oh, das jetzt hier. Ich habe mich schon gewundert, ob das vielleicht das, weil ich konnte irgendwie auch beim Bauen nicht hier weggucken. Deswegen dachte ich, dass es das vielleicht hier alles nochmal extra ein Gebiet ist. Und dass die irgendwie hier so erscheinen, wenn die irgendwie zu Besuch kommen. Aber nein, die kommen doch von hier. Das ärgert mich gerade, dass sie dann jetzt den ganzen weiten Weg noch hier laufen müssen extra. Das ist ein bisschen dumm. Also wenn ihr wisst, wie man gesamte Häuser bewegen kann. Oder ich gucke einfach selbst. Ich gucke einfach nach der Aufnahme mal nach. Das ist, glaube ich, besser so. Gut. Puh. Jetzt ist es auch ziemlich dunkel hier, ne? So ein paar Gartenlichter würden, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht wirken. Boah, ich kann das Zeug. Ich wollte eigentlich gerade abmoderieren und jetzt fange ich schon wieder an. Hier, Outdoor. Vielleicht hier so. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich erstmal hier so ein paar dezente Lichter erstmal nur hin. So. Dass es hier so ein bisschen hell ist. Ich denke mal, ich will irgendwie nach einer Hecke dann mit Hecken arbeiten oder so. Und dann kommt hier eh noch dann so der krasse Pool dran. Und ja, mal sehen. Eigentlich wollte ich einen Kellerpool machen, aber wir haben jetzt hier so viel Platz, da können wir ruhig draußen einen hinmachen. Das geht schon. Okay, liebe Freunde, dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir jetzt geht. Die Sims 4 mit Familie Lemoncake. Leute, der Shit ist real. Wir sind wirklich umgezogen. Wir haben es geschafft. Und ja, mal sehen. Aha. Okay, guck mal. Bye.